Leute, also, nicht ganz so tragisch. Es ist wirklich, man muss nicht rechnen. Das war für mich auch wichtig. Ich habe gesagt, ich mache nichts mit Rechnen. Und dementsprechend ihr auch nicht. Aber es geht darum, dass ihr in der Lage seid, Geschwister einander zuzuordnen. Ich zeige euch gleich nacheinander. Ihr spielt natürlich so paarweise, cool. Aber nacheinander zeige ich euch Bilder von prominenten Menschen und deren Geschwistern. Okay. Das können zwei sein oder auch drei, vielleicht auch vier. Auf jeden Fall immer quasi ein Geschwister-Tribe. Ja. Und ihr seht diese Bilder und gleichzeitig hat jedes Bild eine Zahl. Und ihr müsst die Geschwister anhand der Zahlen unter den Fotos einander zuordnen. Okay. Das ich gebe euch ein Beispiel. Yes, das macht es viel einfacher als alles, was ich sagen könnte. Wir haben es mit euch durchgespielt. Otzi ist die 1. Der David ist die 2. Otzi die 3. Und dementsprechend Caroline die 17. Nein, die 4. Und jetzt wäre der Code für Familie Kevekus 2 und 4. Ganz genau. Und für die anderen? 1, 3. Ja, fantastisch. Seht ihr, ihr habt das Spiel verstanden. Alright. Das spielen wir jetzt in ein bisschen schwerer. Vielleicht ein bisschen schwerer. 20 verschiedene Gesichter werden wir euch zeigen. Diese Gesichter sind zum Teil miteinander verwandt. Diese Verwandtschaft müsst ihr erkennen. Es sind nicht immer alle Geschwister gleich prominent, aber es ist zuordnenbar. Familie Mabuse. Mit euch möchte ich gerne anfangen. Kommt bitte gerne mit mir mit. Wir stehen nämlich hier vorne. Ihr bleibt da stehen. Aber ihr bekommt natürlich einmal alles verschalt, denn ihr dürft nicht spinksen. Stellt euch einmal hier vorne hin, einer rechts, einer links, wo ihr möchtet, ganz genau. Okay, da, ja. Perfekt. So, auf dieser Wand sehen wir gleich die Bilder 1 bis 20. Yes. Ihr guckt euch die an, ihr seht die Zahlen, ihr dürft miteinander sprechen, ihr dürft euch Sachen einander zuordnen, ja, okay. Alles fein. Nach Runde 2 müsst ihr euch festlegen und sagen, das gehört zu dem, zu dem, zu dem. Okay. Oh, wow. Alles klar? Für 2 korrekt zugeordnete Geschwister, also für ein korrektes Paar, gibt es 2 Punkte. Wenn ihr, falls Triplets dabei sind, 3 Punkte. Sollten es mehr als 3, vielleicht sogar 4 sein, dann gibt es 4 Punkte. Fehlt aber ein Geschwisterteil in der Konstellation, werden wir die gar nicht. Okay. Okay? Puh, Konzentrationsspiel, Leute. Es ist wirklich schwer. Dann für euch einmal alle 20 nacheinander ab jetzt. Liam. Penelope Cruz. Kardashian. Liam Penelope. Yeah. Royals. 4. Thomas Müller. 5. Was? 6. 7. Don't know Tokyo, who that is. Tokyo Hotel. Don't know who that is. Liam. Oh, that's 3 and 9. Ah, shit. 3 and Gallagher's, 9. Gallagher's. 3 and 9. Penelope 11 Cruz. 11 and 2. 3 and 9, 11 and 2. 12, Müller. Kardashian. Oh my gosh. It's too few. First, let's watch. 14. Let's first watch who's in. Venus's. Let's just watch who's in. The boys. There's 3. Hemsworth, the Kardashians. Kardashians. Again. Tokyo, Prince. Yeah, didn't George. You go twice? 3. Kardashians. Okay, let's go through it. Wait, let's go through okay. It. Okay, erstmal. Do you want to pause? Yes, I know, but first we have to know who's there. So die Namen sind nicht wichtig, nur die Zahlen. Okay. Gib mir einfach irgendwelche Codes. Ah, that's what I mean! You want to listen to me? You said 2 and 9. I only think. The numbers. Nur die Zahlen, die Namen sind völlig irrelevant. First, let's go through it then. Okay. First was Liam Gallagher, Thor. Thor. Second was Hemsworth. Hemsworth. And yeah. His brother was like 12. Okay. That was Chris Hemsworth. And then it was Kardashians, which is 2. Wenn ihr Codes habt, gebt mir welche. Ansonsten machen wir einfach. Dann machen wir direkt nochmal. Nochmal. Alle okay. 20. Let's go. Alle let's go. 20. Mit Nummern, ich brauche nur die mit Nummern, Songs. Nicht okay. Die Namen. Songs. Ihr dürft and reden. Yes. Im Publikum bitte maximale okay. Ruhe für den Fokus. Yeah. Yes. Yes. You guys ready? Yes. Yeah. Okay, fertig und jetzt. I'm on. One. 2. 3. That's the one. 3. 2. 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, ah, damn it! 4, 9.
Two. Oh, nein. Wo ist Penelope Cruz? Wann kommt sie? Jetzt. 2:11. 5:12. 2:11, 5:12. Ich weiß nicht. 2:11. 2:11, 5:12. 2:11. 6:15. 2:11, 6:15. 2:11, 6:15. 2:11, 6:15. 2. Ich hab's ver. Ah! Ich hab's. Do it, girl. I can't. 20. Codes. Okay. Now. Okay. Ui. Codes? Okay. Yes. 3, 13, 17, 20. 3, 4, 13, 17, 9, 20. 4, 9, 19, 19, 2, 11, 2 und 11. 1, 1, 12, 12, 6, Who is fourth grade? Who's six? Fourth? Venus. Yes, Venus. Six is Venus. What's the sister? The sister, six. So who's five? Five was 6:15? No, five was the Gallagher's. And her sister was the sister. Sister of Gallagher? Yeah. Lee, no. Yeah, the sister, the pretty girl. She was after 13, Penelope 17, Cruz. 20. So he was zwei, five. 4, 19. 12. Hatten sie auch. 5, 12. 5 und 12? 5 und 12. 5 und 12. All good. 5 und 12. 6. So if we have 11, we have 12, we have 13, then we need 14. 14, 14, 14. Do you 14. Remember? No. No? That's it. That's it. That's it. It's okay? That's yeah. it. Alles wait, klar. Wait. 13, 17, Falsche. 20. 4, 9 und 19. So 2 we und 11. Kardashians, 5 und 12. We have the 2. Number 1. One, this is 1 and 12, maybe. 1 and 12. What was Chris Hemsworth? 1. He was 1. He was the first one. No, that was Liam. Liam, yeah. Chris is? The older brother. Was that? What number? So he could have been 11. So he's. This is 1 and 12. 1 and 12. So look at the numbers that we have. Yes, that's why I said 16, 5. 5 is the other one. So she was at the back. So it's either she's 10. Or 13. Who? No. Venus. Yeah. 1 and 12 haben wir geändert. 7. The other sister was quite early, so she was somewhere like 6. Somewhere there. 13. Okay. Nee, haben so wir langsam brauche ich die okay, letzten. 5 and 14. Okay. Okay, so last one, 5 and 14. Letztes Mal. Wow. It is what it is. We did well. 14. Das sind die eingeloggten Codes. Und jetzt lösen wir auf, was korrekt ist. Wir starten mit 3, 13, 17 und 20. Das yes. wären die Kardashians und die sind richtig. Wow, das sind automatisch auch gleich 4 Punkte, weil 4 Geschwister. Die Royals habt ihr auch richtig. 4, 9 und 19. Das sind Louis, Charlotte und George. Und dann haben wir noch die 2 und die 11. Das sind tatsächlich yes. Cruise-Schwestern. Go, go. I don't know about these ones. Ah, this is too much. I don't think so. Das sind die Cruise-Schwestern. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dem Rest? Nee, nee. Wie der du schon ist falsch. Die sind beide falsch, aber okay. ihr habt insgesamt 4, 7, 9 Punkte. Und das ist Spitzenleistung. Sie hat das. Sie hat für euch. Ihr hattet einen richtigen da stehen, den ihr noch... Oh, es ist ärgerlich gewesen. Ja. 5 und 12 wäre richtig gewesen. Ah. Aber ich meine wirklich, das ist eine sehr hohe Punktzahl für ein richtig schwieriges okay. Spiel. Das habt ihr richtig okay. gut gemacht. Nehmt gerne schon mal Platz, atmet tief durch. Halleluja. Meine Herren, was hier die Pumpe geht. Wir widmen uns jetzt gemeinsam der kognitiv krassesten Herausforderung des heutigen Abends. Ich zeige euch, wie gesagt, 20 prominente, mehr oder minder Menschen, die unterschiedlich miteinander verwandt sein können. Es sind immer Geschwister, es können 2 sein, 3, vielleicht auch 4. Die sind einzeln natürlich fotografiert und mit Nummern gekennzeichnet. Ja. Diese Nummern müssen hinterher quasi pro Geschwister in einen Code gepackt werden. Ja. Zählen tut es erst nach Runde 2, dann nennt ihr mir die Codes, derer ihr euch sicher seid. Und für jedes richtige Geschwisterpaar gibt es 2 Punkte. Sollten es 3 sein, 3, 4, 4 und so weiter und so fort. Spoiler, die Kelly-Family ist nicht dabei. Aber die Bilder kommen hintereinander. Also oder... Whoa, die Bilder kommen jetzt in einem hintereinander durch, 1 bis 20. Okay, ja, ja. Ihr dürft reden, aber erstmal dürft ihr gucken. Und zwar hier auf die 20 Gesichter, die ihre Zuordnung suchen.
Ja, Schauspieler. Das ist, der hat auf jeden Fall einen Bruder, der ist es nicht. Ah, oh, a lot. Okay. Oh Gott, wie soll man die Zahlen merken? Seid ihr irre? Der sieht aus wie der Bruder von Matt Damon, wenn der einen hat. Oh Gott. Wie war am Anfang? Aha. Das ist der Bruder von Thomas Müller. 5. Boah, welche Nummer war das? Ist das auch so eine Cage? Jesus, seid ihr irre? Ah, den Hold, ist die 10. Die Schwester war dabei. Und die Venus. 6. Venus. Und die 1. Das war die 1. Ja. 16, 1 auf jeden Fall. 1 und 16. Das ist die Jenna. Ja, aber was war Kardashian? Das war die 7 und 18. Wie kann man sich das merken? Das andere Kind. Wenn was zur Hölle? Wie soll man sich das merken? War 16 und 1. Alles ne? So super easy, kein Problem. 16 und 1. Möchtest du sagen, 16 und 1? Was? Sag, ja, weiß ich nicht mehr. Habt ihr noch einen anderen? 16 und 1. 7 und 18. Sage einfach okay und sage 7 und 18. Und Kim Kardashian und ihre Schwester. Hm. Das war die eine und die andere. Ah, alles klar. Bei mir geht richtig auf Durchzug, ne? Ich sehe die Zahlen und einfach bei mir. Düt. So, wirklich. Düt. Eine Williams-Sister war die 6. Ich sag's auch hier nochmal, es ist natürlich total verlockend. Die Namen sind mir völlig wumpe. Ich brauche nur Zahlen. Und Gizis einfach. Ja. Die wir schon genannt haben, kannst du schon mal wegstreichen. Die steht schon da. Ach so. Aber die streichen wir nicht weg. Wir gucken jetzt erstmal nur, ob da überhaupt was Richtiges dabei ist. Ich sag's euch im Vorfeld einmal klar. Einer von den beiden ist schon mal richtig. Die Tatsache, dass Codes nicht richtig sind, ist entweder, wenn sie Quatsch sind in der Zusammenstellung oder vielleicht auch, weil es nicht vollständig ist. Ah, ja, okay. Dann ist der Code natürlich auch nicht korrekt. Ah, ja. Ne? Also deswegen, einer dieser beiden ist korrekt. Right. Wir löschen alles. Die nächste Runde, alle 20 Gesichter nochmal. Wie soll man das denn machen? Okay, komm schon, die Kinder. Komm schon, ihr habt das. Und die Williams-Dinger müssen wir kriegen. Wie das? Williams. Sind zwei. Ja, aber da mach du Williams, ich mach die Kinder. Irgendwie kriegen wir das hin. Aber die anderen, was wir schon Wer haben, das hab ich alles 20? Vergessen. Letzte Runde. Mit ich hab keine Ahnung. Seid ihr bereit? Nein, aber macht. Los geht's. Zwei, die zwei wussten wir doch. Ja, ja, das ist Penelope. Vier, ja. Vier. Vier. Du machst aber fünf richtig. Kaulitz. Ich hab nur die Eventuell vier. Eventuell ist der ein Hemsworth. Ich weiß es nicht. Neun, vier und neun. Vier und neun. Vier und neun. Warte. Sechs und 15? Sechs und 15. Ja, 6 und 15. 4, 9, 12. 4, 9. Fuck, 4, 9. Fuck. Psst. Nein. Nicht vorsagen. 12 und 5. 12 und 5. 4, 9, 19. 4, 9, 19. 4, 9 und 19. Das andere 10 und 14. 10 und 14. 1 und 16. 1 und 16. Bist du irre? 12 und 5 war der Müller. 12 und 5. 3 Penelope die Junge. Irgendwas mit 7 hatten wir noch? 3 und 11. 3 und 11. 7 und 18, Kaulitze. 7 und 18. Was haben wir denn noch nicht? Mein Gehirn hat ein bisschen abgeschaltet in dem Moment, als gemerkt Warte mal, die 2 war die Penelope, oder? War nicht die 2? Ja, die, ja, die war 2. Das war die 2. Nee, 2 war die Schwester von Penelope Cruz und die war woanders. Ja, okay. Da, ich habe aber 3 und 11 gesagt. Das ist, glaube ich, 2 und 11. Dann korrigieren wir 2 und 11. Ja, ja. Die 3, weißt du, wer die 3 war? Die Jenna. Irgendeine Jenna. Kim Kardashian. Genau. Die Jenna. Die 3 und dann irgendwas, dann nehmen wir noch 2 andere, weil das wahrscheinlich, die haben wir mehrere. Ja, ja. Dann sagen wir mal... 9 haben wir schon. Ja, guck mal, da können wir noch... 17. Sagen wir 3, sagen wir mal, machen wir mal eine schöne 17 dazu. Eine 3, eine 17, wie viel waren es insgesamt? 20? Dann nehmen wir dazwischen noch eine. Dann machen wir 3, was haben wir denn da in der Mitte noch nicht?
Eine 13. 8. Nee, 8. Und die 8. Ach, nee, die eine war ein bisschen weiter hinten noch. Oder? 3. Ja, 17 ist die letzte, Jenna. Ah, okay, dann 3. 17 und 8. 17, 18, 19. Junge, und die 20. Wer ist die 20? Weiß ich nicht. Das könnte, das ist der mit der Kappe. Ist das auch ein Jenner? Den, ja, das ist auch einer. Ich schwöre, das ist einer. 20. Dann 3, mach die 17. 20. Mach die 20. Aber die anderen, weiß ich nicht, ob die sind. Junge, hätte ich das einschätzen müssen. Also 3, 17, 28. Junge, ist ja alles richtig. Was ist das da? So. Alle beruhigen sich. Also, Leute, ach, was wird das gleich? Warte mal, die 19 ist doch kein Kind. Also, wir lösen auf. Wir fangen an. Du hast die 4. Ganz langsam, ist jetzt eh zu spät. Das Ding ist vorbei, wir lösen auf. Ich glaube, wir waren gut. Wir machen mal die 2 und die 11. Da habt ihr gesagt, das sind die Schwestern Cruz, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. 2 und 11. Ja. Das sind Penelope und Monica. 2 Punkte schon mal richtig. Die 12 und die 5 hatten wir noch. Thomas Müller und der andere Thomas Müller. Wie heißt der Bruder von Thomas Müller? Wer bestimmt Stefan Müller oder Andreas? Simon. Simon. Simon Müller. Einer schöner als der andere. 6 und 15. Williams. Habe ich doch recht? Williams. 6 und 15 sind die beiden Williams-Schwestern Serena und Venus. 10 und 14. Gyllenhaal. Maggie und Jack Gyllenhaal. Ach, das alles 7 und 18. 7 und 18. Kaulitze. Bill und Tom. Jetzt kommt deiner. 4, 9 und 19. Ja, 19 war vielleicht nicht die richtig. Die Balgen, die Belger. Die Kiddies. Die Kleinen. Yes! Yes! Und Prinz George. Und jetzt kann ich schon mal sagen, also der Rest ist falsch. Oh. Aber ihr werdet euch gleich so krass in den Arsch beißen. Aber wir lösen mal kurz auf. Wir hatten noch die 3, die 13, du hast es gesagt, Caro, die 17 und die 20. Ich hab's das wären gesagt. Die Kardashians gewesen. Ich hab's gesagt. Wenn ihr nicht aus Versehen noch Hemsworth da reingebastelt hättet, nee, weil der dritte Hemsworth ist wirklich Matt Damon im Hemsworth. Du hast alles richtig gesagt, wahrscheinlich. Da unten sind quasi noch, wie heißen die? Liam und Gallagher. Chris und Luke. Und hier alle, die, wie sie halt heißen bei den Kardashians. Ja. Aber ihr habt gewonnen! Yeah. 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 13 zu 9. Super! Wow. Aber okay. Ich war wie du. Wow, okay. Glückwunsch. Ich habe keine jüngere Geschwister. Weil ich weiß, dass ihr mitschreibt. 13 zu 9 habt ihr gewonnen. Souveräner Durchmarsch. Das war schweineschwer. David hat's gemacht. Ja, wirklich.